Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sego und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es wieder ein SP, Jungs. Und zwar, Luis Suarez ist am Start. Road to World Cup Karten sind am Start. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Nach langer Zeit wieder am Start. Wakes, was geht ab? Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin heute auch mal wieder dabei. Ich glaube, das erste Mal in FIFA 23 ein Battle zwischen uns. Könnte auf jeden Fall wild werden heute. War sehr, sehr schwer, irgendwie den einzubauen, oder? Ja, deswegen haben wir gesagt, 28 Chemie, genau. Und dann passt das. Bei Wakes haben wir auch natürlich was gecheckt, auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und wir quatschen nicht viel, wir halten mal rein, so ich halte rein und let's go. Okay, also hältst du schon rein. LM und Stürmer hast du aufgeschrieben, ne? Genau. Dann fange ich mit meinem Stürmer an. Der hat nämlich auch eigentlich eine neue Karte bekommen. Aber die ist gerade noch zu teuer. Deswegen spiele ich jetzt die Karte, die ich von ihm habe. Und das ist der Inform. Und zwar Kylian Mbappé. Der Typ okay. In FIFA 23 seit dem Update, ne, mit die beste Karte im Spiel, finde ich. Der ist so schnell. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite, passend zu Mbappé, Neymar Junior. Ich habe Lemar und Forlan aufgeschrieben. Ah, ja. Okay. Dann darf ich die beiden spielen. Das ist schon mal gut. Dann habe ich wenigstens mit Suarez zusammen noch einen richtig baba Angriff. Ich halte auch mal rein für dich. Okay, ansonsten wollte ich mal den Suarez ein bisschen so auf Chemie bringen. Deshalb habe ich den, ja, nicht Forlan am Start, sondern Nunez am Start. Und dann, da haben wir den Mertens noch. Dries Mertens, der hat auch eine neue Karte da bekommen. Ja, okay, das macht er gut. Ich habe Rudi Völler und Kai Havertz aufgeschrieben. Ich dachte irgendwie, du gehst mit den Deutschen, Premier League, irgendwie sowas. Ich bin ehrlich zu dir, ich wollte eigentlich mit Völler was hier bauen, aber ja, machen weiter. So, der letzte Spieler wurde aufgeschrieben. Wir machen weiter mit dem Mittelfeld. Ich halt rein und ich hoffe, ich habe was für dich von dir. Okay, hast du ein super Gefühl? Nee. Gar nicht? Nee. Okay, ansonsten links außen Icardi. Er hat auch eine Special-Karte. 87er Karte, das war ein SBC, glaube ich sogar. Dann auf der rechten Seite Salah, sogar in Rot. In Rot? Ja. Tschüss. Und ZDM Torreira. Ah, du bringst Suarez hier heute auf Chemie, ne? Du hast Bock drauf. Ja, schon, aber ich hoffe, du hast nicht aufgeschrieben. Es war auffällig. Ich habe aufgeschrieben Fabinho für ZDM, Icardi für LM und Salah für RM. Das brettert rein, das scheppert, da kracht es drüber, aber jetzt völlig. Und ich möchte gerne, dass du den Joker benutzt. Du kannst die aussuchen, rechts oder links, ist egal. Okay, alles klar. Ich habe noch eine Chance, ich hoffe, ich habe jemanden, und zwar den da, genau den da oben. Also, ich fange an mit meiner World Cup Hero auf der linken Seite. Okay. Da habe ich dir Koit. Koit ist am Start. Passend zu Koit habe ich einen aus der Premier League. Das ist eine Special-Karte. Und die heißt Lucas Paqueta. Für Neymar der Link. Und dann habe ich noch einen Link für Neymar und Paqueta. Und das ist der OTW von Anthony. Das ist gut gemacht. Ich habe Valverde, Torreira und Messi aufgeschrieben. Ja, so ein Ding ist das. Okay, alles klar. Also ich habe jetzt mittlerweile schon zwei Bronze. Das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Ich habe meinem Mod meinen Dixi geschickt, mein Team, und er meinte, der Wakes wird alles snipen. Echt? Ja. Scheiße, da hat er schon recht gehabt, dass ich schon zwei Spieler gesniped habe. Mal gucken, ob es direkt weitergeht. Die beiden Außenverteidiger. Ja, ich halte mal rein. Ja, ich bin krass auffällig gegangen. Auf der linken Seite mit Wan-Bissaka. Der hat ja auch so eine Road to the Knockout-Karte und hat sogar ein Upgrade schon bekommen. 87er Rating. Und auf der linken Seite auch krass auffällig. Ich glaube, ich habe ihn sogar als Food Champions-Karte. Warte mal, lass ich mal kurz gucken. Ne, ich habe ihn doch nicht als Food Champions-Karte, aber als Inform habe ich ihn. Klaus. Klaus. Franzose Ligue 1. Dachte so, ich habe Klaus gesehen. Ich dachte mir, egal, schreib's mal so Ake einfach mal auf. Und, ja. Und Cafu. Oh. Gar nicht gut aus. Gar nicht gut. Ja, dann mach ich mal weiter. Ja, ich muss mal ein bisschen nachmachen. Ich hab den Wan-Bissaka auch. Und auf der linken Seite habe ich den Cancelo. Ach, scheiße, Digga. Ich wollte Cancelo für ZDM erstmal aufschreiben, aber ihn nicht aufgeschrieben. Jetzt habe ich ihn gar nicht mehr aufgeschrieben. Ich habe Joe Gomez und Robertson. Jetzt wird's spannend. Mal sehen. So, die finale Runde. Ich bin krass gespannt, ob ich jetzt noch was errate. Am Anfang lief ja gut. Und dein Mod meinte, ich muss noch ein paar Sachen erraten. Deswegen vielleicht jetzt in der Innenverteidigung. Erzähl. Ich brauche ja noch eine Dings, noch eine Liga, ne? Echt? Ich glaube schon, oder? Kein Plan. Ich glaube nicht, oder? Deshalb, Jimenez habe ich einmal in der Innenverteidigung. Dann habe ich den Romero am Start. Und jetzt im Tor Muslera. Oha, Digga, ich wusste nicht, dass du noch eine Liga baust. Ich dachte, Suarez gehört schon zu der Liga. Ich habe aufgeschrieben, Full Premier League, Ruben Dias, De Gea, aber auch Romero.
Das heißt, der kommt raus. Wie kommst du auf Romero wegen Icardi bestimmt? Ja, ja, weil ja. Ich hab, so wie ich jetzt gebaut habe, hättest du sogar 30 Chemie gehabt. Das wäre geistkrank gewesen. Ich schalte mal rein. Ich habe Gott sei Dank auch noch eine Liga eingebaut, aber nicht. Ich dachte, ich hätte schon drei Ligen. Ich dachte, das ist jetzt die vierte wegen Suarez, aber passt. Ich habe ja eh noch eine Liga. Und die Liga kommt aus Holland erstmal. Und zwar Dumfries, De Vrij und im Tor passend dazu. Handanovic. Genau. Araujo, Jiménez und Muslera. Hast du was? Drei Bronze bei mir. Ich hätte aber meinen Joker nicht benutzen sollen. Wo hast du jetzt den Bronze hingetan, den Torhüter? Mach ich. Und zwar, ich werde dann. Was mach ich? Rechts mache ich einfach. Warte ich mal jetzt. Ja. So, Kylian Mbappé, Suarez, Neymar und Co. haben Bock. Das wird. Weiß aber, dass das nicht einfach wird, weil Mbappé schnell ist, komm ich schnell ist. Das ist so unfair, ne? Der ist so gut geworden. Das ist so geworden. Unfair, ne? Der will mich hier 7-0 geben. Ja, Bruder. Er will mich zerstören, ich weiß doch, ich kenne ihn noch. 1-0, ey. Komm. 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 Mach ihn. Oh mein Gott! Wie krank hat er sich reingedreht und damit Außenriss? Das ist richtiger Suarez. Scheiße. Und jetzt? Abseits. Nein! Ui, ui, ui. Diese Taktik ist die heftigste. Einfach durchrennen, in die Mitte passen, Tor. Das finde ich von 23 so okay. 13-0 hier. 3-3-0! Weiter geht's. 3 Bronze ist super. Komm, okay. Tag. Mach die Mitte dicht. Mach die Mitte dicht. Hey! Dieser scheiß Bronze-Torhüter hat dich so hochgenommen. Suarez! Suarez! Ja, oh, Junge! Ah, Digga, der Typ hat so einen Riecher, ne? Der Typ, ich sag dir, wie es ist. Beißen! Ah, das war Mertens. Auch oh, gut. Stark, Anthony. Boom! Oh, ich sag doch, das ist OP in FIFA 23. Das war stark. Neymar Junior. Torwart! Und weg damit. Das war's, Freunde. Drei Discards für den Seko. Drei Discards. Alright, let's go. Drei Discards. Schieß los. Hast du schon sortiert, oder was? Ja. Ich habe noch nie gegen diese 4-1-2-1-2 Discard. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ich bin ehrlich. Gar okay. Keinen Plan. Drei Discards, Freunde. Gehe ich in die Verteidigung, gehe ich in Mittelfeld, gehe ich in Angriff. Mir wurde letztens der gesamte Angriff genommen und da wurde ich richtig hochgenommen. Ich glaube, ich probiere das, glaube ich, auch. Ich nehme deine beiden Stürmer und dein ZOM auf Lurker. Das ist krass. Was? Wan-Bissaka, Cancelo und Mertens getroffen. Alle, wie viel Coins sind das, Junge? Bruder, wow. Ich will einfach nicht gucken. Ich mache jetzt einen direkten SBC. So, Jungs, also wir geben hier Wan-Bissaka, Cancelo und Mertens ab. GG, Bruder. Also, GG, das ist hart. So, und die sind weg. Ja. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Jungs. Falls euch alles hier gefallen hat, checkt auf jeden Fall Wakes aus. Unter anderem, ja, du hast die letzten Worte, Bruder. Freunde, Liebe da lassen. Bewerten, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace.